So. Ich glaube, sie wurden ausgestoßen. In jedem Dorf wurden sie verfolgt und ausgestoßen, und schließlich wurde der Bruder bei einem verzweifelten Erklärungsversuch verwundet. Um alles in Ordnung zu bringen. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht dafür verantwortlich ist, aber naja, wir schauen mal. Ja. Das, puh. Habe ich mir schon gedacht mit dem Ausgestoßen. Aber Ausgestoßen klang so ein bisschen wie im ersten Teil. Ich mache mal eine Schnellreise hier oben hin. Im ersten Teil wurden sie ja, glaube ich, auch ausgestoßen, oder? Und der Bruder wurde verletzt, war das. Aber er hatte doch eine Wunde am Bauch. Okay, warte mal, wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen nach rechts. Also da die Richtung müssen wir, genau da so lang. Gucken, ob wir da irgendwo hinkommen, wo ich hin möchte. Im Aussichtspunkt nämlich da hinten. Ich hoffe, wir kommen da lang. So. Da war nämlich auch noch ein Boot-Upgrade, ne? Genau. Ja. Ich würde mal eben schnell das Boot-Upgrade holen. Dann können wir nämlich hier andocken. Das ist wo? Da hinten. Hatten wir das schon hier? Okay, ich wollte schon gerade sagen, okay, die Brücke ist aber nichts. Ich dachte, das wäre vielleicht auch wieder so ein ehemaliger Punkt, den man entdecken kann. Da ist noch was. Noch ein Boot-Upgrade. Juhu. Tun wir erstmal das hier. Und dann würde ich sagen, noch mal den Aussichtspunkt. So, hier. Jawohl, bitte warte da. Ich erkunde mal die Gegend. So. Schauen wir doch mal. Was wir von da aus auch sehen. Da können wir mit dem Teleskop noch mal ein bisschen gucken. Oder mit unserem Fernrohr. Schauen wir mal. So ein bisschen Assassin's Creed, ne? Der Vogel noch. Oder wie der mal machte. Wenn man so einen Aussichtspunkt. 5 von 10? Was? So viele gibt's noch? Holy shit. Ah, er ist schon wieder auf dem Rückweg. Haben die, ob der hier seine Kreise läuft? So, da ist noch was. Da ist noch ein Buch. Ein Buch. Sehr schön. Geh mal ein bisschen da hinten hin. Ja, das haben wir alles abgeklappert. Da ist wieder er. Okay, gut. Das heißt also, hier können wir da runter. Nein, 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 nein. Oh nein. Es tut mir leid. Da ist ein Buch auf diesem kleinen Dingen da. Da können wir gleich mal hin. Da fehlt, glaube ich, eine Brücke. Die müssen wir erst runter machen. Hier so riesige Silos. Ich wollte jetzt gerade auf der Karte gucken. Ich habe gedacht, naja, während das gerade hochfährt, kann ich auf der Karte gucken. Aber ist ja vollkommener Blödsinn. Das Spiel wird ja pausiert. So. Gut, dann haben wir den auch. Noch 5 Aussichtspunkte. Haben wir so wenig gefunden?
So, dann wären wir wieder auf dem Bütchen. Und hier vorne war ja auch noch ein Boot-Upgrade, ne, genau. Ach so. Apropos Boot. Wir können ja mal gucken. Wir haben ja, Stile. Genau, hier ist Blech. Den Blechstil wollte ich mal gucken. Hui. Jo, das lassen wir mal. Das sieht auch schick aus. Das können wir mal lassen. So, dann holen wir mal das Upgrade und dann fahren wir da zum Buch. Und das Relikt können wir auch erstmal holen, oder? Warte, ich guck mal eben, wo das ist. Ja, hier das Relikt. Wir können erst das Relikt holen, dann auf dem Rückweg das Upgrade. Machen wir das so. Das ist ja da vorne. Danach gucke ich nochmal mit dem Fernglas. Eine alte Kasse. Das sind aber sehr altertümliche Gegenstände. Wenn ich das mal sagen darf. Was? Zacka? Zacka, Zacka. So, da wollen wir jetzt gleich hin. Da ist noch was. Oh, noch ein Relikt. Juhu. Okay. Das Relikt war wo? Oh, ach, da. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier die beiden. Also einmal umdrehen, Marsch, Marsch und in die Richtung. Was für Nitro wir jetzt einfach haben, ne? Unfassbar. So, dann würde ich die Brücke einmal runterlassen. Ach nee, das brauchen wir gar nicht. So, wo geht's denn jetzt hier? Da ist der Eingang. Ich bin mal echt gespannt, ob wir das wirklich alles schaffen, alles zu finden und so. Und die Kreaturen müssen wir ja auch, ne? Ich würde das schon eher gerne alles komplettiert haben. Oh, hallo. So. Da gibt's echt viel zu entdecken. Alter, dass wir 5 von 10 Aussichtspunkten erst haben. Wir haben ja schon echt viel von der Karte aufgedeckt, ne? So, damit geht die Brücke runter. Und somit können wir dann auch rüber, wenn ich jetzt den Eingang finde davon. Das wird hier sein, ne? Ja. So. Gut. Bing, bing. Dann geht's hier nach oben. Und dort wird das Büchlein liegen irgendwo. So, dann machen wir mal den hier. Jawohl. Das ist auch voll gemütlich hier, ne? Mit in der Mitte diesem Wasserteich und ringsherum halt, voll cool. So. Gut. Oha. Objekte nie entdeckt. Ja, ich würde aber trotzdem noch einmal gucken wollen. Aber ich glaube, hier ist soweit nichts. Okay, gut. So, wie kommen wir zurück? Hier? Ist das Abkürzung? Ja. Und schwupps. So, unser nächstes Reiseziel wäre dann... Das Buch da oben müssen wir auch noch holen. Ich würde sagen, wir machen... Das Relikt hier unten. Kann man hier eine Schnellreise hinmachen? Nee, ne? Ja, auch nicht, ne? Dann würde ich erst das Relikt hier unten holen und dann hier oben hochfahren. So, dass wir das so machen. Wo war denn das jetzt? Warte mal, das ist diese Richtung, ja. Ja, da taucht es auf oben am Kompass. Wow, hör doch auf zu ruckeln.
Also diese Mini-Freezes sind schon komisch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir ja bald einen ganzen Hausstand zusammen. Tada! Oh, ein Clown-Spielzeug. So ein Aufzieh-Dingen. Okay. Keine Ahnung. Ja. So, dann düsen wir jetzt nach da oben zum nächsten Samen. Das müsste die Richtung sein. Da hinten haben wir auch noch einen. Das ist hier im Industriegebiet. So. Schauen wir doch mal, wie wir da hinkommen. Da. Lilliput Power. Das hört sich doch gut an. Das wird wahrscheinlich unser nächstes Gebäude sein. Lilliput Power. Ja. Gucken, ob wir irgendwo eine Brücke brauchen oder so. Nicht, dass ich hier... Sieht es nämlich danach aus. Da ist ein Brückenteil, habe ich mir schon gedacht. Dann bringen wir das nochmal an Position. Sehr schön. Der Rest wird sich, glaube ich, automatisch ergeben. Ich glaube ja. So. E-Werk Lilliput. Okay, war das also das Stromwerk? Ah, guck mal, hier ist schon mal Dings. Das war also das Stromwerk gewesen. Ich fitsch erstmal hier lang. So, was fehlt denn jetzt hiervon noch eigentlich? Zöpfe. Stilstück. Stilstück. Was passiert, wenn ich hier drücke? Ach, da unten geht offen. Ah, so. Wo es da wohl hingeht? Aber wir können ja auch die Leiter auch noch benutzen, ne? Bevor ich jetzt wieder zurück zum Boot gehe. So, hier müssen wir den Samen einsetzen, um den nach unten zu befördern, ist klar. Drüben ist, glaube ich, ein Tagebuch. Ah, ich bin unschlüssig. Ich bin immer so unschlüssig, wo wir lang gehen können. Warte mal, können wir da auch lang? Nee, ne? Können wir an dem Rohr lang klettern? Nein, an das Rohr können wir nicht klettern. Ich dachte vielleicht erst. Finden sich eine Muschel. Hatte irgendwo Ranken gesehen. So, erstmal hier lang. Blume müssen wir ja, glaube ich, auch hier finden, ne? Es wäre noch schön, wenn man eine Taste hätte, wo man sich anzeigen lassen könnte, ohne dass man auf die Karte geht, was man hier noch zu tun hat. Weißt du, wo du wirklich dann einmal drauf drückst und dann halt so kurz aufgeblendet wird, so und so viel von so und so viel hast du, das und das, weißt du, das wäre noch schön. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Abkürzung wieder gefunden. Das heißt, wir gehen nach unten. So. Ja. Waren die irgendwo Tiere? Habe ich das jetzt wieder vermasselt? Erstmal die Blume.
Sehr schön. 8 von 9. Eine fehlt noch. Dann haben wir die Blumen schon mal komplett. Aber wo geht's jetzt weiter? Das hier, oder müssen wir hier über die Kante? Nee, das sieht nicht so aus. Wo müssen wir denn jetzt langsam? Ah, oder müssen wir mit dem Boot weiter? Kann das sein, weil wir das Tor geöffnet hatten. Das kann vielleicht gut sein, ne? Wie komme ich hier rauf? Entschuldigung. Kletter nicht rauf. Ich kann hier nicht raufklettern. Das, ja. Okay, ist das falsch? Ist das nicht richtig? Ah, wir müssen oben lang, ne? Oben ist ja die Abkürzung. Ah, ich bin so schlau. Wir haben nur extra die Brücke runtergelassen. Ich bin so schlau. Ja, ja, ich bin richtig schlau. Ich bin richtig schlau. Sagt meine Frau, sagt meine Frau. So. Heißt also, wir müssen mit dem Boot weiterfahren. Gehe ich von aus. Wo ist denn die Tür dafür gewesen? Wo war denn das? Eben war mal ein Tor geöffnet. Hier. Hier haben wir ein Tor geöffnet. Oh, hier ist das E-Werk. Alter Schwede. Oh, hier müssen wir noch ein Tor öffnen. Krass. Hier sind die ganzen Generatoren, die großen. Die werden auch nicht mehr funktionieren. Das wird hier über mehrere Etagen laufen, hier das E-Werk, also mit verschiedenen Bootsfahrten, so wie das aussieht, weil wir müssen nochmal ein Tor öffnen. Wir müssen also wieder zurück zum Boot gleich. Also dürfen wir hier nichts vergessen auf den anderen Inseln. Auf den anderen Bereichen. So. Deswegen gucken wir erstmal. Hier ist noch ein... hallo. Sei gegrüßt. Du irgendetwas Ekliges. So, das Büchlein haben wir auch. Sonst haben wir hier auch, glaube ich, nichts, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann gehen wir mal wieder zurück. Oder geht es hier noch nach oben? Nee, ne? Nee. Da drüben geht es auch noch hoch. Da werden wir bestimmt gleich irgendwie hinkommen. So, dann haben wir das auch. Sehr schön. Gut, dass ich hier lang gegangen bin. Heißt also für uns... Wir düsen weiter. Und zwar nach hier. Okay. Die müssen wir entdecken. Die haben wir noch nicht. Die Krebse. Mr. Krabs. Die werden bestimmt irgendwo kommen gleich. Müssen wir Augen offen halten. Okay. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal den Schalter finden, um die Tür zu öffnen. Ich höre... Ah, hier oben bestimmt. Hier unten kann nicht sein, weil wir können da nicht runterspringen. Ja, da oben, ich sehe sie. Da oben. Über unseren Kopf jetzt genau. Da ist die Muschel und da oben ist der Schalter. Hier ist sonst nichts, ne? Sesam, öffne dich. So, dann wollen wir mal.
Ich denke, wir werden jetzt wahrscheinlich nach oben kommen. Die Krebse haben wir noch nicht. Bin gespannt, ob wir die gleich irgendwie zu Gesicht bekommen. So, weiter geht's im E-Werk. Kann ich den entdecken? Von hier aus bestimmt nicht, ne? Nee. geht weg hier! So, das wird die letzte Station sein. Ich denke, jetzt werden wir den Rest erkunden können. Da ist schon eine Muschel wieder. Ja, hier liegt eine. 3 von 9. Haben wir noch einiges vor uns. Buch müssen wir auch noch finden. Ich glaube, hier oben sind noch 2 von 4, glaube ich, sind's. Waren es bisher immer 4? Ich habe gar nicht aufgepasst. Aha. Hui. Hui. Tach. Na du? Das sind hundertprozentig die schlechte Seite von uns. Weil sie sagt ja auch, sie muss alles in Ordnung bringen wieder. Aha. Ich will die Zöpfe haben. Hier ist nichts, okay. Uah. So. Dann hier rüber. Oh, da ist das eine Rutsche da hinten? Hier rüber. Hier lang. Den Ranken entlang. An den Ranken kann ich immer Kraft tanken. Ja, ist ja gut. Gott, bin ich ein Poet, wa? Juhu. Und da unten scheint auch noch irgendwo eine zu sein. Ich höre nämlich. Ja, ist doch gut. Oh nein, oh Mist. Oh, wie ärgerlich. Oh, das war gemein. Okay, ich düse nochmal zurück. Der soll respawnen. Ach, ich komme gar nicht mehr zurück. Das ist ja nett. Ah, wie ärgerlich. Dann habe ich ja nochmal eine Chance. Sitzt du da unten wieder? Nein, natürlich nicht. Sechs von 9. Ja, jetzt haben wir sie. Wie mit den Krallen so. Ja, ist doch gut, du ekliges Ding etwas. Ich verarte ich dieses Jahr. Das glaube ich nicht. Gib mir einen Kuss, mein Liebes. So. Entschuldigung. So, hier ist nichts, ne? Okay, nur vorsichtshalber mal gucken. Und wir kommen wieder zurück. Hui. Was eine schöne Kamerafahrt. So, da hinten müssen wir hin. Ui. Sind es diesmal Neonzeichen? Ich weiß es nicht. Sieben von 9. 2 Stück brauchen wir noch. Geht's da hinten weiter? Nee, ne? Nee. Das war, glaube ich, die Muschel, die wir gehört hatten von unten. Ich würde erstmal einmal hier lang gehen. Okay, hier geht es auf jeden Fall noch nach oben. Oben könnte auf jeden Fall auch noch was sein. Wir müssen ja auch noch Buch finden, ne? Ja, Buch scheint zu verschwinden hier. Das ist bestimmt oben. Es tut uns aber nichts, ne? Nur einmal gucken.
Okay. Ich schätze, da geht's weiter bei den Ranken, die verschlossen waren. Also hier ist nur... Weil hier kommen wir mit der Kugel ja auch nicht rauf. Wird's hier nur das Buch geben. Dann... Ab nach oben. Jawohl. Ein Tagebuch fehlt noch. So. Heißt für uns, irgendwo wird noch ein Buch sein. Da irgendwo die Richtung. Auf dem Kompass. Gucken, ob wir da hinkommen. Das U sieht ein bisschen aus wie bei Uppercut Games, ne, muss ich sagen. Wir müssen aufpassen, weil wir die letzte Muschel jetzt nicht mehr hören. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir das retten können. Aber ich denke schon. So, hier war jetzt keine Muschel, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwas verpasse. Sieht nicht so aus. Aber wir werden auf jeden Fall zum Buch auch schon mal kommen. Eine Muschel und ein Buch fehlt es noch. Ach, das war das, was wir vorhin gesehen hatten mit dem... Okay. Den Seilen, wo ich gesagt habe, da geht's auch noch lang. Die letzte Muschel, wo mag die sein? So, bevor ich jetzt nach oben gehe, zum Samen. Hallo, Mr. Krabs. Geh erstmal hier lang und hole das Buch. Wir folgen ihm wie die Narren, verhext von seinem Zauber. Was bedeutet schon ein paar Samen der Masse, wenn wir doch so dringend normal sein wollten? Normal sein? Wer will denn normal sein, bitte? Macht uns nicht unsere Einzigartigkeit uns aus? Dass wir alle unterschiedlich sind? Weil wir sind doch... Jeder von uns ist doch einzigartig. Jeder von uns hat doch was ganz Besonderes an sich. Jeder von uns... In jedem von uns steckt doch irgendwas, was er ganz gut kann. Egal was es ist. Es muss nicht groß sein. Es muss nicht klein sein. Aber irgendwas kannst du ganz besonders gut. Das ist so. So. Und deswegen sage ich ja, jeder ist was Besonderes. Gut. Die letzte Muschel. Ich hoffe, wir finden sie am Ende. Ich hoffe, sie ist oben. Ja, er freut sich. Juhu. Wir werden euch retten. Da ist die Muschel. Haben wir alles gesammelt? Haben wir alles gesammelt? Na,
nein, eine Muschel fehlt noch. Oh nein. Ich hoffe, wir finden sie noch. War die nicht hier drüben irgendwo gewesen? Da ist sie. Wie kommen wir denn da hin? Ah, hier. Warte mal. Gott sei Dank. So. Gut. Jawohl. Zöpfe-Stil freigeschaltet. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Juhu. Jetzt nur noch den Samen einsetzen und wir haben den Ort absolviert. Sehr schön. Ja, dann ab nach unten und das Kraftwerk befreien oder das E-Werk. Reinigen wir dann mal. Mit unserem magischen Samen. Fehlt nur noch eins.